Auch das können wir nicht mit der letzten Bestimmtheit sagen. Die ballistischen Untersuchungen sind vor Ort in vollem Gange. Wir haben Hülsen und Patronen gefunden und müssen das jetzt im Detail analysieren, um dann solche Fragestellungen beantworten zu können. Sie sagten, alle Schüsse seien außerhalb der Diskothek gefallen. Ich hatte Augenzeugen getroffen am Morgen, die mir gesagt haben, sie hatten das Gefühl, innen drinnen wurde auch geschossen. Und da ich habe diese Reportage auch gehört im Radio. Die Kriminaltechniker haben daraufhin intensiv nach Hülsen, nach Funktionsteilen in der Diskothek gesucht. Sie haben keinen gefunden. Sie haben keinen. Okay. Wie viele Leute waren denn in der Diskothek? Also, als der Einsatz losging, wissen wir es nicht, weil wir gerade auch nur Augenzeugen, die berichtet haben, dass sie große Vielzahl sich geflüchtet hat und die Diskothek sehr, sehr schnell verlassen hat. Es gelang ja, die Türen zur Diskothek zu schließen, was wahrscheinlich auch größeres Unheil verhindert hat. Und wir hatten dann, nachdem ausreichend Kräfte zur Verfügung standen, mit Durchsuchungsteams die Diskothek betreten und konnten zwischen 60 und 80 Personen, die sich dort noch zurückgezogen hatten, Kontakt aufnehmen und die sicher nach außen im gesicherten Bereich verbringen. Bei uns hat sich eine Besucherin gemeldet, sie hätte 2 Stunden in der Diskothek ausharren müssen, ohne zu wissen, wie und was und warum hätte die Polizei nicht geschützt oder sie nach draußen gebracht. Kann man das jetzt erklären? Ja. Also in dem Moment war sicherlich der Innenraum der Diskothek der sicherste Ort in dem ganzen Bereich. Weil wie dargestellt war ja der Täter außerhalb der Diskothek. Und es war zunächst natürlich mal notwendig, einen gesicherten Außenbereich herzustellen. Und da bitte ich Sie einfach um Verständnis dafür, dass wir dazu Zeit brauchen. Und wir hatten keine Hinweise aus der Diskothek, dass dort drinnen geschossen wird oder sonstige Dinge sich ereignen, sodass wir uns dazu entschlossen haben, diesen gesicherten Bereich zu behalten und lieber von außen Sicherheit herzustellen und die Betroffenen da drin zu lassen. Also konkret war es so, der Täter kam, stieß auf den Türsteher, hat sofort geschossen, ohne dass es einen Streit gab. Und dann müssen ja die anderen rausgekommen sein, wenn der Täter nicht reinkam, oder? Die anderen Verletzten? Das Opfer befand sich und verstarb im Innenraum der Diskothek. Er wurde von Personen, die da waren, in die Diskothek verbracht. Man versuchte dort Wiederbelebung. Aber das Schussgeschehen ereignete sich im Eingangsbereich. Und warum hat es jetzt noch die anderen getroffen? Die waren doch innen drin. Die Schüsse im Übrigen fielen vor der Diskothek. Mhm. Also man muss sich das ja so vorstellen, wie bei anderen Diskotheken auch, da ist ja ein reges Kommen und Gehen. Und da gibt es ja auch jede Menge Leute, die vor der Tür stehen. Ja. Und dann ist es ja auch klar, ich meine, als wenn der erste Schuss fällt, das hört man. Und dann gibt es natürlich auch Bewegungen, ja, rein, raus. Und deshalb, weil ja die Schüsse vor der Diskothek gefallen sind und wahrscheinlich auch sehr ungezielt, gab es mir leider Gottes die Verletzungen bei den anderen. Das waren Gäste? Ja. Und der Getötete, ist das der Türsteher? Ja. Und wobei ein Gesichtspunkt des Herrn Polizeipräsidenten auch besonders wichtig erscheint. Ein Magazin in der Größenordnung 15 bis 20 Patronen wurde leer geschossen. Wir haben, Gott sei Dank, muss man fast sagen an der Stelle, nur 2 Verletzte. Was möglicherweise ein Indiz dafür ist, dass es eben nicht gezielte Schüsse auf die Personen draußen waren. Möglicherweise, aber diese Diskrepanz fällt aus. Sie sehen das leergeschossene Magazin, die Patronenhülsen, die Vielzahl der verschossenen Patronen. Wie viele Schüsse trafen den Türsteher? Das ist ein Schuss ins Gesicht. Können Sie Angaben zu Alter und Geschlecht der Opfer machen? Also die anderen Geschädigten waren Gäste der Diskothek, alle wohnhaft in Konstanz oder im näheren Umfeld, niemand quasi aus dem benachbarten Umfeld. Fällt Ihnen am Anfang, der Täter kam, wurde nicht reingelassen, ging heim, holte die Waffe und kam dann wieder? So sagte ich das nicht.
sagte, dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Stand heute Zeugen haben das berichtet. Der Täter daraufhin die Diskothek verlassen hat, nach Hause fuhr, diese Waffe holte, zurückkam. Dass er nicht reingelassen wurde, das habe ich nicht gesagt. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Was genau kann ich Ihnen jetzt nicht sagen? Und ist bekannt, wie er an diese Waffe gekommen ist? Das wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Es gibt leider Gottes einen Markt für dieses Zeug. Insbesondere über das Darknet können Sie sich Teile dieser Waffen besorgen. Sie können sich diese Waffen besorgen. Es fällt auf, dass es ein M16 war. Häufiger ist es so, dass es Waffen aus dem ehemaligen Ostblock sind. Kalaschnikow getrieben werden. Aber das wird die Arbeit der nächsten Tage brauchen. Also es wird vermutet, dass er die Waffe aus dem Darknet hat. Das habe ich Ihnen gesagt. Ich habe gesagt, dass wir ermitteln müssen, woher sie kommt. Ja. Eine immer wieder über Straftaten auftauchende Quelle für diese Dinge ist das Waffen. So ein M16 ist jetzt ja kein normales Gewehr für die Straße, sage ich jetzt mal. Kann ein Laie so etwas bedienen? Und die zweite Frage, haben Sie mehrere Magazine gefunden? Das ist nicht ganz mehr durchgedrungen. Ja, also diese Waffe, die ist keine Waffe, das ist eine Kriegswaffe, die ist in der Bedienung, aber wie alle anderen Waffen auch, nicht besonders technisch anspruchsvoll, sondern die ist so, dass sie jeder Soldat einfach bedienen kann. Von ihrem Konzept, von ihrer Technik, Grundkonzeption. Und ja, es ist richtig, es ist ja schon angesprochen, wir haben mehrere Magazine gefunden. Also der mutmaßliche Täter wusste, wie man ein Magazin wechselt? Er wusste, wie man schießt, wie man einen Magazinwechsel durchführt, wie man die Waffe nach dem Leerschießen des Magazins wieder funktionsfähig und einsatzbereit macht. Allein der Besitzer einer solchen Waffe ist ein Verbrechen. Ich beantworte das Ihre Frage. Diese Waffe kann man nicht. Sind irgendwelche Kugeln in die Disco angekommen? Ja, in der Diskothek. Wir sind noch mitten in der Tafel dabei. Wir haben keine Einschüsse festgestellt und haben keine Projektile und auch keine Münzen dort gefunden. Wir haben diese Münzen und Projektile in dem Parkbereich vor der Diskothek. Haben Sie noch weitere Erkenntnisse zum Täter? Wer das war und auch eventuell zum Opfer, und mich würde auch interessieren, was meinten Sie von dem Interventionskonzept? Vielleicht könnten Sie das kurz erläutern. Also zum ersten Interventionskonzept erläutern. Wir haben nach dem Amoklauf und vor allem im Winnenden unser Konzept umgestellt. Ging es, sage ich mal, bis dahin darum, eine Absperrung zu errichten und zu abzuwarten, bis Spezialeinsatzkräfte wie das SEK kommt, und denen die Intervention zu überlassen, haben wir aus den Ereignissen gelernt und sind jetzt, sage ich mal, so taktisch aufgestellt, dass es unser Ziel ist, mit den ersten Einsatzkräften, die am Tatort sind, ja, sofort zu intervenieren. Das bedarf natürlich eines großen Trainingsaufwandes, das bedarf natürlich einer entsprechend guten Ausstattung, aber in diesem Fall hat sich das wirklich bewährt, weil wir ja innerhalb kürzester Zeit quasi gegen den Täter vorgehen konnten und ihn schlussendlich auch umschalten konnten. Der Täter ist 34 Jahre alt. Er ist irakisch-kurdischer Herkunft und befand sich seit dem Jahr 1991 in Deutschland. Er ist also als Kind nach Deutschland gekommen. Zu den Opfern möchte ich Ihnen da die Zeit geben. Ja, jetzt detailliert das. Seit wann war der Konstanz? Das ist etwas, was wir abklären. Soweit ich es mitbekommen habe, heute die letzten 15 Jahre. Aber das ist etwas, was wir im Einzelnen nachverfolgen müssen. Sicher ist, dass er 1991 als Kind nach Deutschland kam, kurdisch-irakischer Hintergrund und anerkannter Asylbewerber. Die Diskothek war ja im März wieder eröffnet worden, wie es vorher anders. Hängt da irgendwie was mit zusammen oder? Ist der Täter irgendwie vorher schon mit der Polizei in Aktivität geraten oder vorbestraft? Es gibt Vorstrafen.
Es sind Vorstrafen gegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde verurteilt zu Freiheitsstrafen auf Bewährung seit dem Jahr 2011. Aber sehen Sie keine oder jedenfalls keine signifikante Delinquenz. Der Reichweite. Also 1000 Meter pro Sekunde ist die Geschwindigkeit von dem Geschoss. Damit kann man mehrere hundert Meter noch relativ zielgenau schießen. Also es ist eine immense Reichweite mit dieser Geschossanlage. Deshalb auch diese weiträumige Absperrung, deshalb diese umfassende Tatortarbeit in dem ganzen Areal. Wenn wir die Schussrichtungen sondieren und nach Projektilen suchen, dann können wir uns nicht auf den unmittelbaren Kern dieser Diskothek beschränken, sondern müssen da weitere Areale mit einbeziehen. Ich will nur kurz nachfragen. Der Täter war also kurz in der Diskothek, bis er dann wieder rausgegangen ist. Also er wurde nicht an der Tür schon abgelegt, der Schweiß hat nicht an der Tür stattgefunden. Eine Chronologie. Der Täter ist in der Diskothek, Zeugen berichten von einem Streit. Er verlässt die Diskothek, kehrt mit der Waffe zurück und im Eingangsbereich, vor der Diskothek, im Kassenbereich, kommt es zu dem tödlichen Ereignis. Aber er verlässt die Diskothek freiwillig, er muss sie nicht verlassen. Ich müsste nicht herausgebrochen worden. Bitte? Ich habe keine Aussagen, keine Zeugenaussagen, dass er rausgeworfen wurde. Ich weiß, dass es zu einem Streit gab und die Zeugenaussagen, dass er in die Diskothek kommt. Als diese Schießerei war, waren da noch Gäste auf dem Parkplatz davor? Ja, der Herr Falk hat es ja schon gesagt, da stehen viele Fahrzeuge, ja. Das ist ein Kommen und Gehen. Ja. Da steht noch so ein so gastronomisch genutzter, ausrangierter Straßenbahnwagen. Und in all diesen Bereichen haben sich Menschen und Gäste aufgehalten. Nachdem der Täter auf den Türsteher geschossen hat, hat es ja sicherlich noch 5 bis 10 Minuten gedauert, bis die Polizei da war. Was hat der Täter in dieser Zeit gemacht? Also, ich hatte vorher gesagt, der erste Notruf ging um 4.26 Uhr ein. Ja. Und es war ja so, dass da schon mitgeteilt wurde, es wurde geschossen. Und 3 Minuten später, um 4.29 Uhr, nach unserer Einsatzdokumentation, war der erste Streifenwagen da. Und da hat es natürlich dann auch, sage ich mal, die Aufmerksamkeit des Täters sicherlich eher auf die Polizei gerichtet. Hat er sich in den 3 Minuten irgendwie aggressiv verhalten oder stand er nur da? Oder hat er sich neue Opfer gesucht und keine gefunden? Diese 3 Minuten sind uns aufzuklären. Das ist die Phase, von der wir noch am wenigsten wissen. Wir wissen, dass 2 gestern in der Diskothek beschusst und verletzt wurden. Was in dieser Zeit passiert ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Was wir aber wissen, ist, dass er unmittelbar beim Eintreffen auf die Kollegen gefeuert hat. Denn der Einschuss und der Durchschuss in dem Helm ist ja dann eindeutiger, objektiver Beleg für dieses Verhalten. Also zu Ihrer Frage, war er aggressiv? Er war so aggressiv, dass er auf die Eintreffenden Kräfte geschossen hat. Also was uns noch wichtig wäre, der Herr Roth hat ja gesagt, wir müssen die 3 Minuten aufklären. Ich möchte einfach an alle Gäste appellieren, die irgendwelches Videomaterial haben oder Bilder. Wir haben auch veröffentlicht eine Mailadresse, eine Erreichbarkeit, wo dieses Material hochgeladen werden kann, damit es dann für uns zu Ermittlungen zur Verfügung steht. Wäre es denn möglich gewesen oder wahrscheinlich gewesen, dass wenn er nicht angeschossen worden wäre von den Polizisten, dass er dann weitergezogen wäre? Gab es da irgendwie? Also Spekulation. Weiß man, dass ist der Türsteher ein zufälliges Opfer, hat der Täter eine andere Zielperson eigentlich im Visier, aber der Türsteher stand am falschen Ort zur falschen Zeit. Weiß man das schon zu diesem Zeitpunkt? Nein, das weiß ich nun da im Zeitpunkt nicht. Es wird darum gehen, den Streit aufzuklären, die Zeugen zu befragen, was im Einzelnen passiert ist. Ich weiß nicht augenblicklich, was die eigentliche Zielrichtung dieses Themas ist. Ich habe auch gelesen, dass der Türsteher eigentlich den Schützen aufgehalten haben soll an der Tür und damit Schlimmeres ihm am Eindringen in die Diskothek gehindert haben soll. Hat der Türsteher den ganzen Besuchern das Leben gerettet? Diese Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten. Ich weiß, dass der Türsteher unvermittelt, nachdem er wieder da war, im Eingangsbereich erschossen wurde. Was aber in diesen Sekunden
vor dem Schuss passiert ist, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil dass die Polizei umfangreich die Gäste vernommen hat. Wie viele Schüsse hat die Polizei abgegeben? Das kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sicher sagen. Das ist eine Anzahl von Schüssen. Ja, wir sind das am Analysieren, am Auswerten. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beantworten. Wie viele Beamte haben geschossen? Doch, das ist mir jetzt im Detail bekannt. Das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, was heute Morgen in diesen wenigen Minuten auf diesem Parkplatz vor der Diskothek passiert ist. Da waren so viele beteiligt, so viele Menschen. Das ist jetzt mühsame, mühevolle Polizeiarbeit, eins nach dem anderen so weit wie möglich zu machen. Das waren ja Kollegen, die im normalen Streitdienst, wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie jetzt da hinkommen, liegt da der Helm griffbereit im Fahrzeug, kann man nicht, also. Also, unsere Streifenfahrzeuge sind bei den Ereignissen von Windenden und der Beschaffung dieser Schutzausstattung so ausgestattet, dass in jedem Fahrzeug zwei solche Ausstattungen bereit liegen, die dann eben nach Eintreffen am Einsatzort oder kurz zuvor angelegt werden. Gibt es sonst noch?